Der erste Professional MMA-Kampf hier im City Cage im Casino in Luzern. Tolle Kulisse, die beiden Kämpfer, 70 Kilo, auch noch recht jung und haben noch nicht so viele Kämpfe im MMA-Profi. Wir sind gespannt, was die beiden uns hier jetzt zeigen. Runde 1, Round 1. Und Vogel setzt direkt gute Akzente. Schöner Backkick. Und versucht weiterhin mit dem Backkick zu arbeiten. Und ein guter Kopftreffer von Lasebnov. Er tastet sich hier erstmal ran. Guter Lowkick von Vogel. Beide Kämpfer sehr aktiv hier in der ersten Runde. Und Vogel setzt weiter Akzente mit den Lowkicks. Kopftreffer. Vogel zeigt hier sehr gute Kicks. Und Lazebnov weiß noch nicht genau, wie er arbeiten soll. Aber beide machen sich hier ganz gut. Guter Lowkick von Vogel. Vogel nutzt hier seine Distanz gut aus mit den Händen. Und Lazebnov schafft es nicht, Vogel effektiv zu treffen. Und wieder guter Lowkick. Lazebnov ist sehr flexibel in den Beinen, bewegt sich eigentlich gut und schafft es hier auch, den Backkick von Vogel auszuweichen. Schöne Kombination von Vogel. Und man hat fast das Gefühl, dass Lazebnov hier ein bisschen auf Lauer ist. Und schaut, ob er mit seinem Schwinger reinkommt und trifft hier das Kinn von Vogel. Vogel auch sehr flexibel in der Auslage. Wechselt sie hier ständig. Pressure, pressure.
Mit die Sohre, mit die Sohre. Schön, Tani. Dann kannst du noch was in Fuß tut weh. Jetzt Inside. Und beide Kämpfer geben nochmal Gas. Lazebov Nier landet Kopftreffer. Und erste Runde, schöne erste Runde. Vogel deutlich aktiver. Mit mehr Wirkungstreffern. Aber hier sieht man nochmal, dass auch Lazebov einen schönen Kopftreffer gelandet hat und die Nase von Vogel zum Bluten gebracht hat. Und wir sehen hier, dass der Kämpfer Anton Lazebnov nicht weiterkämpfen kann. Da haben die Low Kicks von Daniel Vogel doch ihm gut zugesetzt. Wir gratulieren Daniel Vogel zum vorzeitigen Beenden des Kampfes. Okay, tschüss, mal einen großen Applaus, meine Damen und Herren, für beide Kämpfer. Wir haben eine Entscheidung noch, Ausgabe für den Sieger in der Runde.